Berlin. 36 Grad, 37 Grad. Glück in der schönsten Stadt für mich auf der ganzen Welt. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video aus Berlin, Leute. Und was machen wir heute? Wir machen es ganz, ganz schnell. Was kann man machen bei 36 Grad, so wie jetzt gerade? Ihr seht es gerade selber, Leute. Es ist richtig heiß und die Straßen sind leer. Sommer in Berlin. Cabriolet, wow. Also, was kann man machen? Schreibt es mir in die Kommentare. Ihr habt es wahrscheinlich eh schon im Titel gesehen. Wir gehen heute mal zum Strandbad am Wannsee, ja, und schau mal, was dort abgeht. Ich habe gehört, es soll ziemlich, ziemlich cool sein und wir haben uns auch die Tickets schon vorher online gekauft. Warum online? Weil dort wird wahrscheinlich eine riesige, riesige Schlange sein, deswegen dachte ich mir mal, komm, wir kaufen sie uns schon mal vorher online, die Tickets. Und Leute, die Seite, wie ihr jetzt hier sehen könnt, war einfach schon vorher mal komplett überlastet gewesen. Also ich denke mal, wir haben nämlich gerade Ferien auch in Berlin. Es wird richtig nichts vor sein. Und eigentlich feiere ich es nicht, wenn es so voll ist. Aber was sollen wir machen, Leute? Wir schauen es uns einfach heute mal an, wie es wird. Und ja, bevor wir noch lang rumreden, würde ich sagen, lasst uns auf den Weg machen zum Wannsee. Und heute fahren wir auch mal mit dem Auto. Ich hoffe, es wird eine gute Idee sein. Ansonsten bin ich eigentlich immer mit der S-Bahn unterwegs oder mit der U-Bahn. Also, wir schauen auf jeden Fall an. Let's go, Leute. Leute, wenn ihr seht, ist es auf jeden Fall schon richtig voll, weil man kann nämlich hier draußen umsonst parken. Das haben wir letztes Mal auch gemacht. Wir waren letztes Mal außerhalb der Ferienzeit dort und da gab es noch reichlich, reichlich Parkplätze. Und jetzt schaut mal an. Alles ziemlich voll. Das heißt, wir suchen jetzt mal einen Parkplatz hier. Ansonsten könnt ihr auch hinten fahren und dann müsst ihr etwas zahlen. Weiß ich, 2 Euro oder so, aber hier könnt ihr auf jeden Fall draußen, könnt ihr umsonst parken. Also schon auf jeden Fall ziemlich voll, wie es in der Ticketangabe schon gesagt worden ist. Es sind ja Ferien in Berlin, ja? Okay, also hier gab es auf jeden Fall keine. Ansonsten sei gesagt, ihr könnt natürlich auch mit der S-Bahn hinfahren. Ist natürlich auch gleich um die Ecke, Leute. Und es ist auf jeden Fall richtig warm, Leute. 36 Grad. Ist mitten im Walde so, ja? Das Bad. Ja, Leute, das Problem ist, wie ihr hier sehen könnt, das ist jetzt der bezahlte Parkplatz und der ist auch schon richtig, richtig voll. Ja? Wir parken jetzt mal draußen, dann fahren wir auch mit diesem Bus her. Es ist halt alles wirklich extrem, extrem voll, Leute. Es ist voll, die kommen alle mit dem Bus, ihr könnt mit der S-Bahn fahren. Ja? Ist ja auch ein geiles, geiles Bad hier. Also wir folgen jetzt mal wieder in den Bus. Also genau hier, ich zeige es jetzt nochmal ganz kurz. Da gibt es umsonst Parkplätze hier draußen. Und normalerweise ist hier auch alles frei. Aber heute, ihr seht schon, oh mein Gott, Leute. Alles ist ziemlich voll. Also wir schauen noch mal ein bisschen mal nach vorne. Und dann müssen wir halt laufen. Was soll's, ja? Wir sind so auch ein bisschen sportlich betätigt. Ja. Jetzt ist ein Parkplatz gefunden, ne? Mitten hier an der Autobahn. Und jetzt müsst ihr halt mit dem Bus fahren. Kein Problem. Also es sind halt Ferien in Berlin. Genau, Auto steht. Und jetzt fahren wir einfach mal gechillt mit dem Bus. Und der fährt dann direkt auch vor Strandbad, Leute. Also sollte kein Problem sein. Ist im Endeffekt das gleiche, wie wenn man mit der S-Bahn entfährt. Deswegen, wenn ihr herkommt, dann fahrt auf jeden Fall mit der S-Bahn, weil dann ist es das gleiche. Und dann könnt ihr gleich direkt mit dem Bus vor die Haustür fahren. Ja? Schaut auf jeden Fall auch schon mal richtig geil aus, Leute. Strandbad Wannsee, Hertha-Logo, richtig, richtig oldschool. Ja, Leute, und von dort aus könnt ihr dann hier den Bus nehmen, der dann direkt zum Wannsee geht. Und den werden wir jetzt auch hier nehmen. Bahnhof Nikolassee. Also, wir hätten genauso gut mit der S-Bahn gleich nehmen können, ja. Wäre sogar besser gewesen, anstatt mit dem Auto. Oder ihr nehmt jetzt den Weg und lauft dann direkt hier zum Strandbad. Hier ist der Eingang, Leute. Ja, Leute, und ihr seht, wie viele Leute schon herkommen. Wir sind jetzt im Bus gefahren und der Bus war schon extrem, extrem überfüllt gewesen. Da vorne ist das Strandbad Wannsee, Leute. Und wir haben schon ein Ticket. Deswegen muss ich jetzt mal schauen, ob wir uns hier überhaupt noch mal anstellen müssen. Ja? Hofft euch auf jeden Fall ein Online-Ticket. Sonst hättet ihr euch jetzt an dieser fetten Schlange anstellen müssen. Und so geht ihr einfach rein und das war's. Also heute ist auf jeden Fall schon richtig voll hier. Dann lasst uns mal nachschauen, Leute. Wow. Schaut auf jeden Fall schon mal richtig geil aus. Ihr könnt auch was zum Essen kaufen. Und was ich am meisten feiere, wenn ihr jetzt hier ankommt, gebt euch jetzt mal, wow, den kompletten View
über den ganzen Wannsee. Wir sind hier ein bisschen höher gelegen und jetzt geht es dann gleich runter die Treppen. Und allein schon der Blick ist, boah, schaut richtig, richtig, richtig geil aus. Wart ihr auch schon mal da gewesen? Richtig cool. Und das Ganze, ich weiß nicht, wie alt es ist, vielleicht wisst ihr es auch, mindestens schon, ich glaube, vor 80 Jahren waren ja auch schon Leute, die einfach mal hier gechillt haben. Und das finde ich halt so krass, dass man einfach noch die Spuren aus der alten Zeit hier findet. Und das ist halt überall in Berlin so, ja. Das ist sehr, 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 sehr schön. Alles viele natürlich gefragt haben, ey, der sagt die ganze Zeit, es ist richtig voll. Ja, Leute, in der Sonne liegen natürlich nicht so viele Leute, aber unter den ganzen Schattenplätzen war es richtig, richtig voll gewesen. Und das war nämlich das Problem. Und das schaut auch so geil aus, gib dich mal. So war das anscheinend mal früher. Richtig, richtig cool, Leute. Richtig oldschool hier. Genau, hier sind die Duschen. Ja, schaut mal, Volleyball, alles, spielt keiner. Ist einfach zu heiß hier. Zack. Hier ist zum Beispiel richtig viel Platz halt. Hier könnt ihr euch hinstellen, ist keiner da. Ja, nur unten, wo die Schattenplätze sind, ist halt richtig alles voll wie hier. Full, full, full. Und der Sand ist auch schon richtig warm. Fuck. Und wir haben sogar einen Platz gefunden, Leute. Ja, und man muss wirklich sagen, also unter den Bäumen hier ist es richtig, richtig angenehm. Ich meine, wir haben 37 Grad und unter den Bäumen ist es wirklich durch den Wind sehr, 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 sehr angenehm. Und man hat auch noch eine schöne Aussicht, ja. Aber ich würde mal sagen, ab ins Wasser. Ja, Leute, Wasserqualität. Auf jeden Fall richtig, richtig warm, das Wasser. Und schaut mal, wow. Ich will jetzt nicht so innen filmen, weil halt dann sich vielleicht die Leute gestört fühlen. Aber jetzt gibt es mal diesen geilen Aussicht hier. Und das Wasser, ihr könnt wirklich, wenn ihr das sehen könnt, ihr könnt so weit bis nach da draußen laufen. Das ist wirklich heftig. Also wirklich richtig, richtig weit, ja. Dass das Wasser wirklich nur bis zu dem Knie geht. Und ich schätze mal, heute sind hier ungefähr 5000 Leute. Also für Empfehlung, kommt auf jeden Fall, also wenn ihr jetzt in den Ferien herkommt, dann kann ich euch auf jeden Fall eins sagen, wie ihr sehen könnt, wird es auf jeden Fall richtig, richtig voll sein. Weil ihr die Ferien hier in Berlin und ich glaube sogar auch in Brandenburg begonnen haben. Deswegen ist es richtig voll, weil wir haben heute Mittwoch und wir sind hierher gekommen. Jetzt haben wir gerade 3.45 Uhr. Und es war schon um 2 Uhr richtig voll gewesen. Also wenn ihr herkommt, dann wirklich außerhalb der Ferienzeiten. Ich glaube Ende August hören dann auch die Ferien in Berlin auf. Und dann wird es auch nicht mehr so voll hier sein. Weil wo ich das letzte Mal hier war, es war vor der Ferien gewesen. Da war um die Uhrzeit jetzt keiner da. Man konnte wirklich chillen. Aber heute ist halt voll. Ist es nicht so schlimm. Aber wenn ihr halt ein bisschen entspannen wollt und eure Ruhe wollt, vor allem in den Schattenplätzen, dann wird es richtig, richtig schwer sein. Ja? Und die da hinten haben es halt richtig, richtig geil gemacht. Schaut mal. Also da hinten geht es wieder los mit so einem Segelverein und die sind einfach voll schlau gewesen. Die sind einfach hier hintergelaufen bis dahinter, zack, und haben sich da hinten hingechillt. Also wenn ihr hier seid, dann nimmt diesen Platz da hinten, richtig geil. Genau, aber der Bereich zwischen den ganzen Bäumen hier ist voll. Ihr seht in der Sonne, heute ist richtig warm, 37 Grad, ist halt keiner da, es ist frei. Aber sonst hier echt alles ziemlich voll, aber es ist richtig schön, Leute. Mir gefällt es, ist mal was anderes. Aus dem Big City Life rauszukommen. In Berlin habt ihr halt alles, deswegen finde ich die Stadt so atemberaubend. Es ist sowas von geil, ihr habt alles hier, egal was. Ja? Berlin City, so viel zu erleben. Die schönste Stadt für mich auf der ganzen weiten Welt. Leute, ich will jetzt nicht so meinen Körper hier preis tun, aber wenn wir schon mal hier sind, sollten wir auch ins Wasser gehen. Wir sollten es wirklich nicht so sein und sagen, ey, nee, wir gehen nicht ins Wasser, wir sind nur in Schatten. Nee, Leute, wir probieren es auch mal ins Wasser aus. Wie warm das ist, komm, wir setzen uns mal rein. Das ist echt schön. Ich mag eigentlich nicht so sehen, muss ich sagen. Ich gehe dann doch lieber ins Meer, aber wir haben halt kein Meer, also nicht so weit. Das nächste ist dann Rostock, aber es ist wirklich erfrischend, vor allem bei der Wärme. Komm, wir gehen mal ein bisschen weiter. Es ist wirklich schwer, hier die Leute alle filmen, dass ich die ganzen Leute filme, weil ja, die wollen halt auch ihre Privatsphäre haben. Aber ihr habt es ein bisschen gesehen, wir sind hier wirklich fast wie ein Käfig, ja, unter diesen Bäumen, muss man sagen. Aber so, bis jetzt echt alles ganz cool. Ja, Leute, jetzt am Ende. Viele kommen jetzt erst. Aber ihr seht es zum Beispiel, das hier ist halt noch richtig oldschool. Das feiere ich halt immer so in Berlin. Sehr viele Sachen noch richtig original. So, es sind schon 50 Jahre so. Muss ich überlegen, hier haben vor 50 Jahren schon Leute gechillt. Das finde ich immer sehr, sehr cool, dass das noch alles so gelassen worden ist halt. Ne? Ja, und ihr könnt sogar hier am Eingang chillen. Ist auch ziemlich, ziemlich cool, Leute. Und was noch gesagt sein soll, jetzt hier rausgehen, das ist genau das hier Eingang hier. Um diese Uhrzeit, ab 16 Uhr, kostet es nur einen halben Eintritt. Deswegen kommen auch noch mal richtig, richtig viele Leute jetzt hier rein.
Also ihr spart einfach mal. Aber ich bin dann doch eher so, jetzt eigentlich auch ganz cool. So wie die Leute, die arbeiten, jetzt halber Preis hier. Und jetzt müsst ihr euch überlegen, jetzt haben wir 16 Uhr und gebt euch mal die Schlange. Nee, wir haben hier 4.57 Uhr und die Schlange ist noch extrem groß, Leute. Ja, also viele gehen jetzt noch rein, halber Preis und ihr seht, alles noch voll, Leute. Ja, viele gehen raus, so wie wir jetzt, und viele gehen dann noch rein. Und der Parkplatz auch extrem voll, Leute. Ja, aber es hat auf jeden Fall ziemlich viel Spaß gemacht, Leute. Jetzt sind wir wieder zurück auf dem Rückweg. Ich konnte dort nicht so viel filmen, weil ich will ja ehrlich gesagt auch nicht so die Leute dann stören oder so halt, ne, die jetzt privat irgendwie rumlegen. Aber ich muss sagen, es ist richtig, richtig cool. Und da die Berliner Bäder ja so einen schlechten Ruf haben, klar ist es voll, Leute. Es ist auf jeden Fall voll. Wenn jetzt irgendwo im Park geht, irgendwo in Berlin, also in Mitte oder sonst was, wird es nicht so voll sein. Wie jetzt hier, natürlich wollen die Leute ins Wasser gehen. Wasser ist wunderschön, Preise ganz normal wie ein Schwimmbad. Ihr zahlt jetzt, wie gesagt, den halben Preis. Ja, jetzt zahlt ihr einfach mal den halben Preis ab 16 Uhr, glaube ich. Und kauft euch die Tickets vorher auf jeden Fall online, da müsst ihr euch nämlich nicht anstellen. Ja, und es war wunderschön gewesen. Aber wie gesagt, nochmal zum Fazit. Wenn ich das nächste Mal herkomme, dann auf jeden Fall. Wenn nicht, wenn Ferien sind, dann habt ihr noch ein bisschen mehr Platz. Mir macht es jetzt persönlich nicht so viel aus. Ja, das sollte dazu gesagt sein. Der Strand ist wunderschön. Also ein kleiner Tipp. Wannsee kennt jeder, aber dieses Strandbad für den Preis wirklich, wirklich alles top. Gerne wieder, Leute. Und zu aller guter Letzt kommt auf jeden Fall mit öffentlichen Verkehrsmitteln her. Weil sonst müsst ihr das Auto wie wir jetzt hier irgendwo parken, vor weit weg und dann sowieso mit dem Bus fahren. Also Leute, das war's gewesen. Like das Video. Guter zuletzt am Ende. Wir haben uns ja schon mal hier verabschiedet. Lasst mich gerne mal wissen, Leute, wenn ihr aus Berlin seid, dann schreibt mir mal und ihr wollt mir eure Gegend zeigen, wo ihr seid, dann können wir das zu zweit machen. Ist vielleicht besser wie jetzt ganz alleine, wäre auf jeden Fall richtig cool. Und da ist nochmal das Schild hier, wir verabschieden von uns von hier. Haut rein, Leute. Peace.